Und hallo, da bin ich mal wieder. Heute haben wir den 7. November und ich habe wieder Post aus China. Hurra! ja, es kommt alles so ziemlich kleckerweise, aber immerhin kommt es an. Hier haben wir wieder mal Post. Ich vermute, das sind Uhren. Hier ist immer die Bestellnummer. Das ist immer ganz praktisch. Deswegen habe ich mal geschaut. Ich war nämlich neugierig. Ja, das war alles kein Problem mit dem Zoll. Wie immer vom Zoll befreit. Dann machen wir das Ganze mal auf. Lange Rede, kurzer Sinn. Oh, ich muss sagen, das muss man den Chinesen ja lassen. Also gut verpacken können sie es ja immer, ne? Aber manchmal ein bisschen zu gut, wo man überhaupt nicht weiß, wo fängt man jetzt überhaupt an. Ah, no, das war einfach. Ja, ich hatte recht. Yeah. Und zwar sind das Adidas Uhren. Ich finde die sehr schön, die sind jetzt allerdings nicht für mich. Meine Freundin hat total die Uhrmacke und deswegen habe ich sie die bestellt. Die waren sehr, sehr günstig. Einmal eine blaue. Und dann haben wir noch eine. Wirklich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und eine kam. Oh, die läuft sogar. Da. Pack mal eine aus. Very nice. Funktioniert alles wie soll. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Hier hinten steht nichts drauf. Sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Das Ganze würde dann so aussehen. Ganz toll. Hier im Babyblau. Dasselbe nochmal. Die funktioniert. Alles gut. Sehr, sehr schöne Uhr. Stinkt auch nicht. Viele Sachen stinken aber ein bisschen. Ja. Das waren die Adidas Uhren. Ich erwarte auch noch zwei Uhren, eine T-Shock und eine Adidas Uhr. Yeah! Absolute Kaufempfehlung, super Teile. Ja, dann freue ich mich auf das nächste Video. Vielleicht schon morgen. Bis bald, ihr Lieben. Bye, bye.